Ich habe keine Treppen mehr. Toll. Nein! Nein, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Scheiße. Vielleicht lasse ich da erstmal. Na, jetzt. Mann, jetzt spring noch. Das ist doch nicht wahr. Mann. Also manchmal hat man auch so Tage, weißt du? Ja, liebe Damen, auch wir Männer haben solche Tage. So, ich suche mal das nächste Thema raus. Jetzt müssen wir eh wieder zurücklaufen. Hast du schon Pläne für die Zeit nach deiner Let's Play-Karriere? Ehrlich gesagt, ja. Aber ob die Pläne so hinhauen, weiß ich natürlich nicht. Und wenn sie nicht hinhauen, dann mache ich das, was ich am besten kann. Neue Projekte aus dem Boden stampfen. Und gucken, dass die funktionieren. So, au, ah. Aua. So, wie hast du reagiert, als du Walle das erste Mal gesehen hast? Wie soll ich da reagiert haben? Ich war völlig aus dem Häuschen. Mein Herz musste sich beruhigen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Wie soll ich da reagiert haben? Das Lustige ist ja, Walle war ja sehr nervös, weil ich war ja damals halt schon Gronkh, der Game Master. Und quasi Mitchefs von der einen Spielefirma, davon ist eine Rollenspielfirma. Und Walle hatte seine Seite gerade neu, die Online-Rollenspiele.de. Nee, damals noch MMORPGPlanet.de. Wo ich dann ab und zu mal ausgeholfen habe später. Und, ja, man hat sich kennengelernt und gut verstanden. Ist den ganzen Tag über die Messe gelaufen, weil man sich so gut verstanden hat. So. Ich scroll nochmal gerade hier, Entschuldigung. Der Papa von der Black Julie, herzlichen Glückwunsch. Ne, mal ganz nebenbei. Ach, das ist so lächerlich. Genau. Der Dennis sagt gerade, rede mal über den Vorfall, dass ein Sechsjähriger wegen sexueller Belästigung einen Tag von der Schule suspendiert wurde, weil er einer Klassenkameradin die Hand geküsst hat. Alter, sorry, da habe ich gar keine Worte für. Und vor allen Dingen, er wurde ja nicht nur wegen sexueller Belästigung, das war ja auch noch wegen. War das wegen Pädophilie? Ich weiß es gar nicht. Ein Sechsjähriger, der die Hand geküsst hat. Alter Leute, in was für einer Welt leben wir denn? Weißt du, USA, produziert doch weiter eure Bomben und werft die dann gerne gegenseitig auf solche Leute, die sie wegen so einem Scheiß aufregen, dass jemand mal höflich ist, dass ein junger Mann mit sechs. Ganz ehrlich, ein Handkuss war damals ein Ausdruck von Höflichkeit der Dame gegenüber. Alter, sorry, da rege ich mich nur drüber auf, wie man so dumm sein kann, wie man so dämlich sein kann und wie sowas auch noch durchkommt. Sorry, da habe ich null Verständnis für. Boah. Nee, gar nicht. Ehrlich gesagt, nee. So, hier ist schon wieder Aktion gegen Homophobie. Tralala, tralala. Viel Spaß bei der Aufnahme. Vielen Dank, Sunny. Ein Let's Read würde ich gerne machen. Hätte ich schon gerne längst gemacht, aber irgendwie kam man nicht dazu. Und dann habe ich mir jetzt mal einen Tag freigenommen. Ich bin momentan irgendwie nur am Aufnehmen, wie es aussieht. Was wollte ich jetzt machen? Slaps habe ich, die Dinger habe ich. Scheiße. Treppen. Oh, Ultima 9 im Hintergrund. Ich liebe Ultima 9 Musik. So, es gibt noch so viele. Ich habe gerade überlegt, wegen Ultima 9 Let's Play. Da habe ich mir überlegt, ich habe ja gesagt, irgendwann fange ich bestimmt mal bei Ultima 6 an. Aber ganz ehrlich, es gibt noch so viele Spiele zu Let's Playen, das wird noch so lange dauern. Also, wenn da jemand an der Karriere nach den Let's Plays fragt, ganz ehrlich, ich weiß noch nicht genau, wann das sein wird. Das kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt echt noch nicht sagen. Aua. So, pass auf, wir bauen dann jetzt hier unten erstmal den Schmockes zu Ende. Zack, zack. Und hier, zack. Und hier auch nochmal auf der Seite. Zack. Dann haben wir da unsere Halterung. Das ist doch schon mal super. Das kommt weg, das kommt weg. So, hier müsste jetzt richtig sein, ne? Und dann kann ich quasi direkt hier machen. Dann geht das einfach mal ein bisschen schneller. Beschleunigen wir das Ganze mal. Wupp. So und so und so. So, dann haben wir es ja auch gleich.
Und hier noch die Halterung hin. Zack. Ach, einen haben wir noch. Okay, einen Ring haben wir noch. Eigentlich noch zwei Ringe. Sind die alle in Ordnung von der Seite her? Ja, ne? Die haben da quasi nur die Klammer, die das da oben trägt. Das ist ganz okay. Das lassen wir dann einfach so. Dann bricht das nicht den Blick nach oben. So. Mal ganz kurz nochmal konzentrieren. So, dahin, dahin, dahin und dahin und dann schließlich noch der Anschluss hier oben und zack, schon haben wir's. So, und schon haben wir hier wunderschöne Ringe, die das Ganze halten. Jetzt brauchen wir eigentlich noch Lava für die Wand zur linken und jetzt zur rechten und jetzt zur linken und jetzt zur rechten. Weißt du Bescheid? Und die sollten wir holen und auch hier fehlt, glaube ich, noch eine Menge Lava. So, ich glaube, das mache ich gleich mal. Beziehungsweise ich hole mal die Lichter, hole ich jetzt schon mal raus. Einfach nur, ich hoffe, ich sehe dann überhaupt noch was, weil hier die Seite ist ja noch komplett dunkel. Dann kann ich hier Fackeln aber schon mal oben drauf tun, dann können wir die schneller wieder wegziehen. Hilfe! Ah, da oben ist noch eine Fackel. Gut, wenn die weg ist, wird es ja natürlich... Ich glaube, das wird schon ganz geil aussehen. Da bin ich mal sehr gespannt. So, jetzt aber erstmal... Moment. Der Dominik fragt passenderweise, wie lange ich noch vorhabe, LPs zu machen, ob ich mir eine Grenze vom Alter her gesetzt habe. Nö. Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eben, solange es noch geht, ne? Vielleicht mal irgendwann weniger und vielleicht tatsächlich mal irgendwann gar nicht mehr. Aber ich hoffe, bis dahin sind es noch so 2-3 Tage. Ich muss ja nicht gleich morgen aufhören. So. Lalalalalalala. Ich habe ja eh gedacht, in vier, also so mit, nee, nicht in 4 Jahren, sondern so, am Anfang habe ich gedacht, die Sache ist bestimmt in 2-3 Jahren durch. Das war ja alles noch sehr viel kleiner damals, jetzt kann ich ja schon wieder von damals reden, jetzt bin ich ja auch ein alter Hase, so wie die alten Hasen damals, als ich ein junger Hüpfer war in der Szene. Moment. Und, was wollte ich noch sagen? Hab ich vergessen. Wie immer. So, aber das auch nur deswegen, weil ich hier gerade... Erde haben wir voll, ne? Die Kiste, genau. Wir haben so viel Erde. Ich muss mal wieder ein bisschen Terraforming begehen. Ja. Was? Ach so, das sind ja diese Sandsteinblöcke. Was macht denn der Storch da hinten? Das ist kein Storch. Ja, dieser Pseudo. Dieser Straußenstorch. Der storchige Strauß. 15 Eimer nehme ich natürlich wieder mit. Eisen lasse ich so lange vielleicht mal hier. Also lasse ich das mal lieber hier. Dann das Ganze rumgekobbel. Zack. Werde ich aber hinterher sowieso wieder brauchen. 32 Keys tue ich mal mit hier nicht in die Kiste. Doch, tue ich damit in die Kiste. So. 5 Brot, eine Kürbislaterne. Müsste eigentlich hier rein, aber da habe ich natürlich keinen Platz mehr. Dann setze ich die Kürbislaterne einfach mal... Ich setze sie einfach erstmal hier an den Strand, auch wenn sie da nicht hingehört, aber wenn wir die unter Wasser brauchen, haben wir sie da. So, und, ich gehe mal ganz kurz. Ayman. Abdallah. Im Nether kann ich gar nicht Ayman, fällt mir gerade auf. Da komme ich ja gar nicht an Lava ran. Da hat ein Huhn gerade ein Ei runtergeschissen. Pass auf, ich mache jetzt mal ganz kurz Monster an, einfach wieder. Einfach. Ja, dadurch sind die aber nicht schwerer. Nicht leichter. Es sind nur ein paar weniger. Habe ich Rüstung überhaupt mit? Doch, ja, ja, Rüstung habe ich mit. Gut. Dann kann man ja auch mal wieder ein bisschen... Nein! Och, leck mich am Arsch. Muss es gleich wieder ein Creeper sein, der hier irgendwo rumhängt? Lauf. Uah, voll verjagt gerade. Scheiße. Habe ich voll die Maus verzogen, weil ich gerade mit dem Schuss nicht gerechnet hätte und ich hatte mit dem Creeper gerechnet, dass der gleich explodiert. Alter, meine Nerven. Wo ist denn jetzt hier ist die Stadt? Und da hinten
Ich schalte mal die Mappe ein. Da hinten muss doch irgendwo die Lava sein. Nee. Ich glaube, ich laufe ja falsch. Ich glaube, das hier ist eine andere Stadt. Ich glaube, das hier ist noch eine andere Stadt. Hä? Den fliegenden Balkon hier habe ich auch noch nicht gesehen auf der Erde. Ich glaube, das hier ist wieder eine... Also, das sind ja Nachbarn quasi. Na, super. Ich laufe mal ganz kurz in die... Pass auf, ich guck mal ganz kurz. Was haben wir denn? Waypoints. Ein Neuanfang, Nonnenschlucht, Tempelschlucht, Tempel der Dörfer. Flippernarbe. Untergrund hier so. Was? Weiß ich alles nicht mehr, was ich damit sagen wollte. Alphasien kenne ich noch. Im Exil. Untergrund hier so. Ach, das weiß ich noch. Das Weiße weiß ich noch. Tempel der Dörfer. Ah, da müssen wir hin. Zum Grünen. So, back. Exit Menu. Also in diese Richtung da irgendwo. Die Musik finde ich sehr passig. Billy Bob Joe und Bob Thornton waren Brüder. Und Väter gleichermaßen. Huch, hallo, hör auf! So, der Golem ist dead. Nein, der nächste gleich. Zum Glück nimmt er nur Gras und macht die Landschaft nicht kaputt. Der hat gerade mit irgendwas nach mir geworfen. Und essen müssen wir jetzt ja auch wieder. Verdammt, habe ich ganz vergessen. So. Ein Werwolf. Nee, ein Werwolf. Nicht ein Wolf. Nein, oder ein Creeper. Und ein... Leck mich doch. Nein. Minecraft ist abgestürzt. Das ist doch nicht wahr. Böses Minecraft. Böses abstürzendes Minecraft. Naja, dann, Scheiße. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück. Naja, nach einem weiteren Absturz zu einem weiteren Ründchen. Let's play Minecraft. Tja. Hahaha. Schön. Ja, die Monster musste ich gerade eben schnell mal abschalten, weil... Ist der Hungerbalken voll oder leer? Ich kann das gar nicht so richtig sehen bei diesem komischen Braun. Ich finde die Balken generell hier übrigens so hässlich bei diesem Texturenpack. Finde ich die Balken einfach ekelhaft. So, die waren auf jeden Fall bei meiner Kraft viel besser gelöst. Aber naja, ich kann auf jeden Fall noch laufen. Das heißt, ich werde nicht allzu viel Hunger haben. Und jetzt laufe ich mal ganz kurz, um eben weitere Lava zu holen. Was ich ja theoretisch auch, wie gesagt, in Dingens im Nether machen könnte. Aber da kommen wir nicht so einfach an die Lava ran. Ich glaube, sich da an die Lava ranzubauen, würde länger dauern, als wenn wir hier einfach mal ganz schnell... Ach, ist das schön da hinten. Als wenn wir hier einfach mal ganz schnell... wo ist denn... Das sah aus der Entfernung aber schöner aus. Naja, als wenn wir ganz schnell mal eben ganz kurz zu Lava rüber jumpen. Hui! Aua. So, Knöchelbruch, egal. Wir humpeln trotzdem Walter... Wir humpeln Walter. Walter Matthau. Na, zum Glück nicht Walter White, denn das ist ja jetzt Copyright geschützt, habe ich gehört. Die Marke wurde ja geschützt. Walter White, genau. Scheiße. Genau wie Sheldon Cooper und so weiter. Da hat sich ja, haben sich ja vorwitzige T-Shirt-Drucker, Geschäftemacher, haben sich ja die Markenrechte dazu schützen lassen. Und tatsächlich mahnen die jetzt Shopbetreiber wie Get Digital und sowas ab. Was ich persönlich eine völlige Unverschämtheit finde. Und das ganz ehrlich, das ist nur sowas, das ist sowas von Geld mache. Das ist ganz ehrlich, das, vor allem die haben ja nicht mal die Rechte an den, an den Markennamen. Wie können die überhaupt an die Rechte gekommen sein? Das ist mir ein Rätsel. Ich sammle mal ganz kurz den Lehm, den werden wir nämlich auch noch brauchen. Das ist mir echt ein Rätsel, wie sowas heutzutage überhaupt noch durchkommen kann. Die sind da wohl irgendwie an so einer Lücke im Gesetz, da sind die irgendwie durchgewischt oder sowas. Ich weiß selber nicht. Aber auf jeden Fall ist das doch, huch, finde ich, eine Unverfrorenheit. Also, wenn ihr da mal nachgucken wollt, dann schaut doch mal in den Blog von, ich weiß gar nicht, wie die URL ist gerade, aber Get Digital ist so ein T-Shirt-Shop und Pipapo. Da habe ich auch schon das ein oder andere T-Shirt gekauft und die haben einen Blog, da steht das näher beschrieben drin. Nur so ganz kurz wieder für die Schreihälse. Nein, ich mache keine Werbung dafür, sondern ich weise einfach nur auf den Blog hin, um gegen diese Unglaublichkeit. Also, angenommen, du schreibst jetzt einen Beitrag. Na gut, oder du verdienst irgendwas, du machst T-Shirts mit Walter White oder sonst irgendwas, dann wirst du gleich von diesen Fuzzis verklagt, die sich da, ich weiß gar nicht, wie die sich haben die Rechte sichern können. Das weiß ich nicht, wie sowas durchkommt. Und das Schlimme ist, die haben ja nicht nur für Walter White und für Sheldon Cooper
die Rechte sich gesichert oder halt nicht die Rechte gesichert, sondern einfach die Markennamen geschützt, sondern tatsächlich auch für Geek-Nerd oder was, Nerd-Geek oder Geek-Nerd, eins von beiden, in der Kombination und vor allen Dingen noch für das Wort Gamer. Jawohl, die halten jetzt die Wortrechte, ich weiß noch nicht, ob das durch ist oder nicht, das kann ich gerade nicht sagen, aber die haben zumindest beantragt für das Wort Gamer die Wortrechte, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sowas überhaupt irgendwie durchkommen kann. Also ganz ehrlich, wenn ja, dann werde ich mir sofort Worte sichern lassen, die der zuständige Richter in seinen Amtshandlungen braucht und dann werde ich den Richter verklagen. So rum nämlich. Also sorry, wie kann man sich das Wort Gamer, also ganz ehrlich, wie dreist und wie kacke muss man denn im Kopf sein, wenn man so eine Scheiße abzieht? Sorry, aber da werde ich echt wertend, da bleibe ich auch nicht mehr objektiv. Das sind einfach abgefuckte Drecksäcke. Keine Ahnung, wer das war und das ist meine Meinung, meine bescheidene. Das sind abgefuckte Drecksäcke und ich hoffe, die kriegen richtig aufs Maul dafür. Ihr könnt übrigens googeln nach der Firma. Mist, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die heißt. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall schlau machen und googeln. Der Firmensitz ist in Berlin, die Straße weiß ich gerade nicht. Kann man aber einfach rausfinden, einfach ein bisschen googeln und gerne in die Kommentare schreiben. Und dann schreibt ihr doch gerne mal E-Mails, was ihr davon haltet, dass sie so eine Scheiße abziehen. Und das sind irgendwelche komischen eBay-Shirt-Verkäufer, die sich auch Designs klauen, den Disney-Logo-Schriftzug, einen Font, den sie nicht lizenziert haben und so weiter und so fort. Alter, was das für eine Betrügerbande ist, sorry, da habe ich keine Worte mehr für. Das finde ich einfach so mega asozial. So eine Leute sollen echt mal richtig einen auf den Sack kriegen. Muss ich einfach mal sagen. Sorry, da möchte ich mich immer auch aufregen dürfen. Ich bin ja immer noch eine Privatperson hier, die hier ihre Scheiße vollzieht. Da darf ich mich als Privatperson auch drüber aufregen. Aber Grunk, seit du 2 Millionen Abonnenten hast, musst du doch... Nein, muss ich gar nicht. Ich bin eine Privatperson und betreibe hier auch einen privaten Channel und übernehme Verantwortung natürlich in dem Maße, in dem ich es für richtig halte. Und nicht in dem andere meinen, es für mich richtig halten zu müssen. Da ist die Lava. So, wollte ich auch schon mal lange darauf hinweisen. Bitte kümmert euch doch um eure eigenen Meinungen, falls ihr mir meine nicht gönnt. So, hier ist die Lava. Man sieht, wir haben hier schon ein bisschen abgegraben. Kann man eigentlich den Elefant? Nur mal so als Idee. Hallo Elefant. Läuft da. Ach scheiße, läuft dran vorbei. Okay. Ich bin so ein Tierquäler. Es war nur ein virtueller Pixel-Elefant. Ich sehe jetzt auch schon wieder die Hates von irgendwelchen. Habe ich auch schon gekriegt, weil ich dann irgendwie... Weil ich den Delfin nicht retten konnte, der in der Textur eingeklemmt war. Dafür kann ich nichts. Natur siebt aus. Ich hätte gern geholfen, aber was soll ich denn machen? Ich kann den Strauß noch nicht auspinken. Killen. Habe ich gerade wirklich einen Lava-Eimer weggeschmissen? Siehste, kommt davon. Naja, gut. Habe ich einen Lava-Eimer weggeschmissen? Was ist das denn? Ein Glasfenster. So. Okay, dann düse ich mal wieder zurück. Wir haben ein bisschen Lava wieder bekommen. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen sollen. Ich weiß es nicht. Egal. Und ich glaube, ich hatte einen Eimer zu viel, als ich tragen konnte. So. Hat er quasi einen Lava-Eimer ins Inventar gepackt und dafür einen Lava-Eimer rausgeschmissen, glaube ich. Sicher bin ich mir da nicht, aber irgendwie so wird es gewesen sein. Naja. Ja, jedenfalls, Dinge gehen in diesem Land vor sich. Ganz ehrlich, das ist natürlich nur eine Kleinigkeit mit diesem Logo-Krams oder mit diesem Wortmarken-Schutzkrams. Ganz ehrlich, da habe ich keine Worte für. Und für genau solche Zwecke habe ich damals Grunk und Sarazar haben wir über die Playmesse als Wortmarke gesichert, bevor da genau so eine Fröbels kommen und so eine Scheiße abziehen. Es geht nicht darum, dass man damit Unbill macht oder sonst irgendwas. Man kann sich die Namen ja auch schützen, einfach nur, um sie vor anderen zu schützen. So, und da muss man leider sehr oft auf der sicheren Seite sein, weil es gibt so viele Arschlöcher auf der Welt, wenn es um Geld geht, wenn man irgendwo Geld rausholen kann, dann gibt es so viele Arschlöcher und so viele Opportunisten, das ist unfassbar. Das ist genauso wie Lottogewinner, die plötzlich ganz viele Freunde haben. Und diese Freunde, von denen sie nichts mehr hören, wenn sie keine Kohle mehr haben, sind die Freunde alle weg. Das finde ich ja so ein trauriges Gebaren einfach. Das ist so ekelhaft. Bäh.